Hi, ich bin der Florian Altenau vom Musikchor Bickenbach. Ich bin der erste Vorsitzende und leite das Musikchor schon seit ewigen Jahren. In diesem Jahr haben wir die Ehre, den Ludwig-Metzger-Preis zu empfangen. Gerade in unserem Jubiläumsjahr 2019 ist es natürlich was ganz Besonderes für uns. Und hier ist jetzt auch gleich der musikalische Leiter. Und er ist schon die Hälfte der 100 Jahre bei uns dabei. Oh ja. Der Manfred Hofmann und ich, der Florian Altenau, haben jetzt seit Jahren hier die Tattoos auch immer musikalisch auch weitestgehend gestaltet. Hast du schon gehört? Wir haben den Ludwig-Metzger-Preis bekommen. Eine super Sache. Gerade zum 100-jährigen Jubiläum ist es so, der Ludwig-Metzger-Preis ist eine super Anerkennung für eure Arbeit. Bickenbach hat ein wirklich super Orchester, das sich nach Richtung Tattoo ausgerichtet hat und damit wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hier in der Region hat. Wir sind stolz, dass der Musikchor Bickenbach den Ludwig-Metzger-Preis bekommen hat. Das Engagement des Vereins wird damit gewürdigt und 100 Jahre Musik machen, das ist schon super. Vor einigen Jahren haben wir beschlossen, mal wieder Jugendarbeit zu machen. Und das geht los in der Bickenbacher Grundschule, wo ich auch eine Bläser-AG leite. Und dieses kleine Orchester hier ist daraus entstanden, aus Mitgliedern aus verschiedenen Jahren dieser Blechblas-AGs. Hallo, ich bin Maxi, ich spiele Trompete. Ich bin die Antonia, ich bin 10 Jahre alt. Ich spiele Trompete seit der 2. Klasse in der Blechblas-AG. Mich persönlich reizt es sehr, allgemein Musik zu machen, weil man damit anderen Leuten eine Freude bereiten kann. Man kann in der Gruppe spielen und das klingt dann am Ende, wenn man es kann, sehr schön.